Mal schlafen. Irgendwie heilt er fast gar nichts mehr. Und es war keine Fehlermeldung da, dass wir unruhig geschlafen hätten. Na gut. Was bist du? Bist du aggressiv? Er redet schon mal nicht mit uns. Greift uns aber auch nicht an. Okay. Eine Schriftrolle. 10. Ich bin jetzt gefangen. Ich wage es nicht zurückzukehren, woher ich herkomme. Und ich bin nicht mutig genug, um in die Kavernen zu steigen. Es gibt so viele hasserfüllte, tote Dinge. Okay. Wenn ich doch nur wüsste, wie ich dieses Schloss öffnen könnte. Auf der anderen Seite der Lavagrube. Ich denke, ich werde mich hier ausruhen und warten. Das scheint nicht so gut zu funktionieren zu haben. Vielleicht finden mich ja noch meine Kameraden. Ah, aber was ist da hinter dem Schädel? Ich glaube, ich habe mich da verlesen. Wenn ich doch bloß... Ah nee, dieser Schlüssel öffnet die Tür hinter dem Lavasee. Hätte ich das doch bloß vorher gewusst. Ja, okay, das macht schon mehr Sinn. Also bleibst du mal da. Oder da. Und kommst mit. Passt du auch hier? Nö. Aber was steht da oben drüber? Achtung, böse tote Dinge. Ab hier. Ja, davon... Du bist sehr irritierend. Davon hat er ja in dem Brief auch gesprochen. Dreckboden? Dreckboden. Aber der andere sieht anders aus. Und sonst ist hier gar nichts? Können wir dir irgendwas machen? Wir könnten ihn vielleicht angreifen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Oh, oh, wir haben eine andere Schlüssel. Nö. Also, der Schlüssel ist für die Tür hinter dem Lava... was auch immer. Lava, was auch immer, hatten wir hier ganz viel. Aber hier war keine Tür. War hier irgendwo eine Tür? Nee, da war nur eine komische Baum und eine Steinlimiter. Also noch weiter zurück. Das ganze Gold wird immer noch ignoriert. Goldjaras, Weihrauch. Komische Orbsplitter. Ja, nee, wohl war das nicht. Karte. Die Tür. Die wird sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Problem. Irgendeine der Türen waren zu und wir konnten sie nicht wieder öffnen. Ich glaube, die da. Ja. Und wie kamen wir da hin? Boah, das wird langsam richtig verzwickt mit dem runtergehen, hochgehen, um auf dieselbe Etage wieder zu kommen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal Richtung Westen, versuche die Tür da zu öffnen und versuche dann doch mit den zwei neuen Schlüsseln irgendwie da durchzukommen. Also gut, raus hier, Westen. So, Westen. Durch die ganzen zig Gänge hier. Den Amt werden wir nicht benutzen können. Oh, Lava. So, eine Tür. Die wir testen wollten. Benutzen, goldener Schlüssel, Tür. Grauer Schlüssel, Tür. Schwert. Tür. Irgendjemand schickt von der anderen Seite nämlich auch gegen. Was ich ganz ulkig finde. Also entweder will er ganz schnell vor was fliehen oder will ganz schnell zu uns hin. Denkt man hier, das werden irgendwelche Goblins oder Trolle sein, die einen Alarm mitbekommen haben. Und keinen Schlüssel haben, warum auch immer. Ah, drei, vier Schläge noch und danach werde ich aufgeben.
Weil ich hatte vor kurzem eine Theorie aufgestellt, welche Türen nicht zerstörbar waren. Ich glaube, das waren eben die goldenen. Auch wenn das hier eher dreckig aussieht als golden. Aber ja. Ne, schaut nicht gut aus. Haben da schon über ein Dutzend Mal raufgehauen. Der andere Typ auf der anderen Seite auch. Auch wenn seine Funkenschläge nicht ganz so stark sind. Aber nee, das wird nichts. Schade. Da oben ist ein Lavasee. Da unten wäre eine Tür. Aber ich gehe kurz zu diesem Lava-Dingens. So, hier. Er hat gesagt, in seinem Zettel, die Tür hinter dem Lava... Irgendwas. See. Oh. Shift J. Oh, Tonk. Nicht in der Lava stehen bleiben. Dich nehmen wir mal mit. Da geht's hoch, okay. Schritt zurück. Rauf da. Oh, das war knapp. Und hier sollte ich jetzt nicht Shift J benutzen. Sonst putze ich gleich wieder runter. Okay. Alles Neuland hier. Und ich mache die Notiz da oben mal weg, sonst kann ich hier nichts lesen. So. Bruder befreien aus dem Gefängnis. Ja, das steht auch noch an. Das ist richtig. Schreibe ich ja mal lieber hierhin. Bruder befreien. Du kommst da oben weg. So. Das ist die komische Lava. Könnte man versuchen, gleich da hoch zu springen. Mach ich mal. Hops. Das ging gut. War das wirklich eine Abkürzung? Ja, war es. Sonst wären wir hier durchgekommen und hätten da immer wieder hochspringen müssen. Okay, okay, okay. Hier gehen wir ganz normal. Mit S. Hüpf. Hüpf. Komm schon. Hüpf. Ich würde sehr gerne klettern können. Okay, wir machen mit Shift J und versuchen es dann Ping-Pong-artig. Oder so. Oh. Es sind sehr viele, sehr knappe Sprünge gewesen. Oh gut, wir haben es geschafft. Hoffen wir mal, dass es die richtige Tür in dem Lava war. Und sie war es nicht. Benutzen. Nein. Und die sieht genauso aus wie die Tür, die wir eben gerade versucht haben zu zerstören. Wo die Monster von der anderen Seite gegengeschlagen haben. Nicht gut. Gar nicht gut. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen Weg zurückspringen. Aber nee. Erstmal schlage ich hier so gefühlte 1-2 Minuten drauf. Weil ich will jetzt nicht zurücklaufen und dann irgendwann später merken, dass ich doch hier hätte draufschlagen müssen und das Ganze nochmal machen. Auch wenn wir dann vielleicht schon den Orb zerstört hätten. Was das Ganze wesentlich einfach machen würde. Dann könnten wir einfach levitieren machen und mit Shift vorwärts fliegen und dann wäre im Glück immer nichts hier. Aber nee. Können wir noch nicht, wissen wir noch nicht. Also wo der Orb selber ist. Wir wollten ja eh erstmal zu dem Magier zurück, auch demnächst. Wobei das echt ein Schuss ins Blaue ist. Ich denke mal, der geht davon aus, dass wir selbstständig den Orb suchen und zerstören. Ja, er war nur dafür da zu sagen, dass wir das Ding da brauchen, um es überhaupt kaputt zu kriegen. Und das Ding geht nicht auf, ne? Okay. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo einen Geheimgang? Nein, haben wir nicht. Okay. Oh, ja, ganz viel Lava. Ist okay. Yikes. Shift J. Oh. Das hat nicht gereicht. Okay. Komm schon. Die Lava tut langsam weh. So, sehr gut. Sehr gut. Du. Hier. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ein Tick noch und wir sind tot. Licht aus. Schlafen. Ah, uneasy. Wir haben nichts mehr zu essen.
Also wir müssen definitiv von der Etage hier erstmal... Oh. Weg. So, jetzt vorsichtig mit S springen. Sind wir schon auf der richtigen Seite? Osten müssen wir hin. Ne, sind wir nicht. Wir müssen da rüber. Problem. Wir können da nicht rüberspringen. Weil das Einzige, was weit genug wäre, wäre Shift J. Und damit dauern wir garantiert gegen die Decke. Von hier? Ja, könnte hinhauen. Aber ich weiß nicht. Okay. 2, 1, Risiko. Sehr schön. Da auch noch. So. Endlich weg hier. So, das war das eine, was wir checken wollten. Und dann war hier südlich gleich ein... Ich höre Fußstapfen oder sowas. Hier, seine Secret Door. Achso, die hatten wir schon. Die Tür wollten wir testen im Norden. Die hier. Die ganzen Gegner dahinter, die wir momentan nicht töten können, weil unsere Lebenspunkte nur auf halb sind. Abgeschlossen. Passt nicht. Passt nicht. Haben wir schon mal versucht, die kaputt zu hauen? Die sehen irgendwie nicht wie Metall aus, also nicht wie Eisen. Dafür sind die zu blau. Hauen wir gerade gegen Stahlgitter. Ich glaube, das wäre nicht so toll. Selbst mit dem Sword of Justice nicht. Sword of Justice, oder? Sword of Justice, genau. Komm schon, Jungs, macht das Tor auf. Ich bin ein Eindringling, ihr müsst mich töten. Da ist irgendwo ein Schalter, das weiß ich. Da sind immer Schalter auf der anderen Seite. Mist, 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 das kann doch nicht sein, dass wir in dem ganzen Gebiet hier gefangen sind. Also im Süden ist es ja genauso. Da haben wir auch so ein Port, wie heißt das? Port Cullis. Haben wir da auch und das ist hinter uns zugefallen. Der Schalter ist auf der anderen Seite. Also wir könnten sterben, aber wie gesagt, ich will nicht sterben, um irgendwie wieder zurückzukommen. Außerdem kann das Spiel nicht davon ausgehen, dass wir den Samen genau da gesetzt haben. Und so wirkliche tödliche Sackgassen gibt es im Spiel nicht so viele. Ja. Aber ne. Letzter Schlag, das wird nichts. Haben wir noch eine Tür. Außer die da ganz hinten, die wahrscheinlich nichts wird. Da könnten wir wieder runtergehen. Gehen wir zum NPC. Hoffen das Beste und dann müssen wir weiter gucken. Sollten wir auf jeden Fall auch ein Auge offen halten, ob wir nicht irgendwo ein Hühnchen haben liegen lassen oder so. Weil nicht schlafen können ist echt nicht gut. Gerade bei diesem ganzen Rumgespringen, das wir hier machen müssen. Karte. Wir sind genau da. Hier. Nö. Er kann uns auch nicht helfen. Nur mein Freund im Gefängnis kann dir mehr über den Orb sagen. Ja. Doof, 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 doof. Da ging es nicht rum. Also wir versuchen jetzt nochmal zu dem Port Cullis da hinten zu gehen. Oh, ist das richtige Richtung? Ja, ich glaube schon. Da hinten zu gehen, versuchen das aufzumachen mit den Schlüsseln. Wir werden versuchen gegenzuschlagen. Gucken, ob wir vielleicht mit dem Stock irgendwo rankommen. Und wenn nicht, dann gehen wir halt die Treppe da runter und gucken, wo wir da hinkommen. Genau, die Treppe hier. Norden erstmal rum. Oh, nicht ein Spinnending da. So. Müsste ich hier lang. Ah ja, genau. So, aber erstmal eine kleine Rast und abspeichern. Sehen wir uns gleich wieder.